Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge After Humans. Wir waren im letzten Part damit beschäftigt, hier die Schmelze zu bauen. Die funktioniert jetzt auch. Wir brauchen nur Lava. Und wir haben nicht genug Eisen, um einen Lava-Eimer bzw. einen Eimer zu bauen. Deswegen müssen wir jetzt erstmal eine andere Spitzhacke bauen, weil man mit der kein Eisen abbauen kann. Ist das unglaublich. Wir haben nicht mal genug Holz. Oder doch, hier Eisenholz, genau. Eisenholz, das neue Holz. Was, Eichenbarrikade? Stapelt sich bis zu viermal. Was ist denn das? Ich wollte falsch bauen hier. Falsch bauen. Ein, zwei. Dann machen wir schnell eine Kupferspitzhacke, egal. Die Haltbarkeit 175, die kann aber wenigstens... Die kann wenigstens Eisen abbauen. Voll gut. Und ich hatte Eisen gesehen. Das ist hier ein wenig weiter in der Höhle rein. In die Höhle rein. Das hier ist nämlich Kupfererz. Und hier haben wir Eisenerz. Das können wir abbauen. Zwar nur zwei Eisenerz, aber uns reichen ja sogar zwei. Ich guck mal kurz hier noch ein bisschen mit rein. Oh. Das hätte auch wieder böse enden können. Was haben wir denn hier? Steinsalz. Kohle. Eisenerz. Noch mehr Eisenerz. Sehr schön. Dann kann ich euch zeigen, was das kann. Zu was die Schmelze in der Lage ist. Jetzt müssen wir erstmal wieder hier raus. Das Kupfererz nehmen wir mal mit. Schadet ja nicht. Hier lang. Oh, hier, das nehmen wir auch noch mit. Gabbro Kupfererz. Na? So, haben wir. Und jetzt können wir wieder nach Hause. Nicht nach Hause, sondern nach draußen. Bauxiterz. Ich muss mal gucken. Die einzelnen Erze, wenn man die zusammenschmilzt, ergeben die auch unterschiedliche Materialien. Das ist ganz interessant. Aber da muss man echt gucken, dass man die richtig kombiniert. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall... Wo ist das Eisenerz? Da. Hälfte. Sehr schön. Dreimal Eisenerz brauchen wir nur. So, jetzt haben wir vier übrig. Beziehungsweise ich will euch die gleiche Menge zeigen. Hier schmelzt das jetzt erstmal Eisen. Für einen Eimer, genau. Im Eimer. So, hier Kupfererz können wir so lange wegschmeißen. Das können wir, ich glaube, dann später einschmelzen. Ich bin mir nicht sicher. Und die Schleimspitzhacke... Ey, die kann ich auch in die Tonne kloppen. Ganz ehrlich. Bringt null. Oh, hier, schon fertig. Drei Eisenbahnen. Damit können wir jetzt endlich den Eimer machen. Und den Eimer können wir da unten füllen. Da ist ja Lava. Schauen wir mal. Ah, ist leider nur eine Lavaquelle. Alter, bis wohin ist denn das geflossen? Egal. Können wir uns eine andere mal angucken. Auf jeden Fall reicht einmal Lava nicht unbedingt lange. Wir probieren es einfach. Und es ist schon wieder dunkel. Meine Güte. Geht doch schnell. So. Dann machen wir hier mal zack. Höhe 1000 von 4000. Jetzt zeige ich euch Barren. Barren, Barren, Barren. Wie macht man Barrenform nochmal? Moment. Wir müssen einen Barren reinlegen. Und dann, ich glaube, Bronze oder so drumrum gießen.
Wir schmelzen jetzt einfach ein. So. Versenkte Ziegel? Die brennen doch gar nicht. Gut. Jetzt machen wir dreimal Eisen rein. Und dann können wir gucken, wie viel. Und vor allen Dingen, das Geile ist, man kann zugucken, wie das Eisen schmilzt. Guckt euch das an. Da sind drei Eisenblöcke. Und gleich wird das zur Flüssigkeit. Richtig geil. Moment. Halb durch. Nein. So, und der Brennstoff ist auf 880 runter. Also, das verbraucht schon einiges an Brennstoff. So muss man schon gucken, wie man mit der Lava hinkommt. Gleich fertig, gleich fertig. Komm, 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 komm. Eisen, Eisen, Eisen. Bam, Eisen. Da ist jetzt flüssiges Eisen drin. Und das sind 864. Und man braucht, ich glaube, Moment. Ich kann nicht gucken, wie viel man braucht für ein Dings da. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Egal, ich schmelze jetzt einfach alles. Von den Sachen, die wir bis jetzt haben, ist sowieso Eisen momentan das Beste. Kupfer, Kupfer, Jellurit. Also schmelzen wir erstmal nur Eisen ein. Eisen, Eisen, Eisen. Mehr haben wir ja auch nicht. Guck mal hier. Und dann. Bam, Eisenbären. Oh, mehr geht gerade gar nicht rein. Ja, wir haben nicht genug Glas. Deswegen baue ich das jetzt einmal so zu. Dann passt mehr rein. Guck, da erhöht sich das auch gleich um 6. Wenn ich jetzt das zum Beispiel so mache. Und so. Dum, dum. Dum, dum. Dum, dum. Bloß nicht reinfallen, das könnte böse enden. Aber die Blöcke reichen nicht. Moment. Ja toll, Blöcke wegschmeißen oder was? So, weg damit. Gut. Können wir nochmal reingucken, wie viel Eisen wir jetzt haben. 1200 und ein paar zerquetschte. Schmelzen wir noch den Rest ein. Jetzt können wir eigentlich anfangen. Wir gucken mal. Welches Werkzeug wollen wir uns zuerst schmelzen? Natürlich wahrscheinlich... eine ordentliche Spitzhacke aus Eisen. Oder nee, man kann ja noch... Ah, dafür braucht man Eisenblöcke. So viel haben wir nicht. So viel haben wir nicht. Wir können uns die geilen Waffen noch nicht herstellen. Dann machen wir das ganz einfach. Wir bauen uns dann erstmal den Spitzhackenkopf. Und den Werkzeuggriff. 1, 0,5. Moment mal. Wenn wir die Werkzeugbindung machen. Das ist ja blöd. Ich würde ja besser finden, wenn man hier irgendwie das machen könnte. Dass die brauchen beide 0,5. Wenn man da ein Teil reinsetzt, dann könnte man doch aus einem Teil ein Steinwerkzeugbindung und eine Steinwerkzeuggriff machen. Aber egal. Sei es drum.
Nehmen noch die Hacke. Stein. Bam. Wir haben aber noch gar kein Gold. Ich weiß gar nicht, ob das alles funktioniert. Wir müssen mehr einschmelzen. Mehr einschmelzen. Ich weiß gar nicht, wie man Bronze macht. Bronze funktioniert nämlich auch. Geschmolzene Bronze. Bronzebogensehne. Geschmolzenes Kupfer und geschmolzenes Zinn ergibt geschmolzenes Bronze. Zinn und Kupfer ergeben Bronze. Kupfer. Wir haben kein Zinn. Mist. Wie mache ich das jetzt? Bauxit. Was ist denn Bauxit? Zinn? Zinnbarren? Zinnkies? Zinnerz? Pulverisiertes Zinn? Zinnerz. Schade. Kupfer? Bernstein. Was haben wir da? Bauxit. Alter, Bauxit. Wir müssen ein paar Fackeln setzen. Das geht ja gar nicht hier. Was haben wir hier? Kupfer. Was haben wir da? Kupfer. Ist ja nur Kupfer hier. Was da los? Bauxit, Kupfer. Wir müssen mal weiter in die Höhle rein. Salz. Kupfer. Zinnober. Aber Zinnober wird doch Quecksilber. Kupfer. Kann ich nicht mal abbauen hier. Egal, ich baue weiter Kupfer ab. Oh, Mist. Nichts klappt. Man will anfangen zu bauen und nichts klappt. Dein Ernst? Ich kann das einfach nicht abbauen. Bauxit. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Kupfer. Kupfer, Kupfer. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Gehen wir mal in die Richtung. Vielleicht weiter unten. Zinnober. Zinnober. Was ist das? Kupfererz. Das Eisenerz. Alter, das ist doch... Ich brauche... Ich muss Bronze oder... Eisen, glaube. Ne, nicht Eisen, sondern Gold. Bronze oder Gold muss ich schmelzen. Das ist jetzt ärgerlich. Das können wir hier natürlich... Bauxit weiter abhacken. Dann haben wir hier noch Bernstein. Der ab, boah, der ist auch kaputt gegangen. Schauen wir mal da drüben kurz. Was haben wir da? Natürlich Kupfer. Warum frage ich denn überhaupt? Gucken wir mal hier rein. Schluff. Da geht's wieder raus. Okay, hier ist nichts. Nichts und wieder nichts. Ein Pferd. Hm.
Salz, Salz. Kupfererz. Das ist natürlich blöde. Und ich muss erst wieder kurz zu meinem Häuschen. Denn ich krieg schon wieder Hunger. Häuschen. Ich habe noch nicht mal ein Häuschen gebaut. Knappe 10 Folgen und ich habe noch kein Haus gebaut. Oh mein Gott. Aua. Dorn. Wir sind voll schnell. Ja. Lichtgeschwindigkeit. Ah, jetzt. Ich kann ja auch ein bisschen schneller schwimmen. Da ist ein bisschen Zuckerrohr gewachsen. Ach ja. Wenn die Hungerleiste komplett leer ist, sind wir tot. Ich habe schon die eine oder andere Welt ausprobiert und da habe ich mal nicht gegessen. Und wie gesagt, wenn die Leiste leer ist, dann sterben wir einfach mal. Einfach so. Zu mir nichts, hier nichts. Ach, hier. Nee, hä? Sind wir schon zu weit? Aber da können wir ja kurz die Truhe mitnehmen. Schadet ja nicht. Heute noch? Ach, jetzt. Und die Laternen. Zwar nicht so dolle, die Laternen einfach so mitzunehmen, aber ich brauche die. Oh, ich kann einfach hier rüber. Sehr schön. Und da haben wir schon unser so gebraten Regenbogen. Ich probiere mal das Regenbogen-Curry. Hä? Was war denn das? Das hat ja einfach mal nichts gebracht. Was soll denn das jetzt? Hä? Warum? So, jetzt bin ich schon mal satt. Wieder wegpacken. Was ist hier noch drin? Certus Quarz, Angel, ist hier irgendwas zum Kupferbeeren? Nee, hier habe ich keinen Zinn. Aber vielleicht ist da unten in der Mine Zinn. Mist. Hier ist schon ganz viel Zuckerrohr gewachsen. Aber noch will ich das nicht farmen. Noch habe ich es jetzt einfach nur so angebaut. Schauen wir mal hier. Eisenerz. Ja, wir nehmen Eisen jetzt einfach mal mit. Wir brauchen es eh. Wenn wir da ordentlich bauen wollen, brauchen wir sowieso alles an Eisen. So, jetzt muss ich mal gucken. Kupfer. Geil, nehmen wir mit. Noch mehr Kupfer. Mann, ey. Die Hacke ist voll schlecht. Hier haben wir noch mehr Kupfer. Von Traincraft. Petroleum. Salz. Jetzt müssen wir nach Zinn. Kupfer. Zinn! Da! Geil. Geil. Ich habe Zinn gefunden. Oh mein Gott. Hier ist nichts weiter.
Gehen wir zurück. Nehmen wir das Kupfer auch noch mit. Brauchen wir eh. Also ich glaube zumindest, dass man mit Bronze und Gold kann man die Formen gießen, mit denen man dann später andere Metalle reingießen kann. Und das will ich ja machen. Das ist halt ein bisschen schwierig. So, gehen wir wieder raus. Schauen wir mal in die Richtung. Kupfer, Kupfer. Kupfer haben wir erstmal genug. Was ist das nach oben? Das ist bestimmt auch Kupfer. Schauen wir mal hier lang. Schauen wir mal da lang. Nö, hier ist ja nichts. Was ist das? Kupfer. Überall Kupfer. Wie viel Zinn haben wir denn jetzt bekommen? 4 Stück. Ey, 4 Stück gerade mal. Wofür sollen das jetzt reichen? Für einen hohlen Zahn oder was? Rhyolit. Okay. Sei es drum, wir gehen jetzt mal wieder zurück. Wir gehen jetzt mal wieder zurück. Oder, Moment, ich guck mal kurz da lang. Ist das? Zinnober. Ist das? Zertusquarz. Kupfer. Aluminiumbeeren. Busch. Kann ich nicht einsammeln? Alter, ich bin voll. Nee, geht nicht. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Was schmeiß ich weg? Wir setzen mal die eine Fackel. So. Alter, ich kann nicht mal die Beeren aufsammeln. Was mache ich denn jetzt? Die Erde weg. So. So, sehr schön. So, gucken wir mal. Da ist noch ein Busch. Zinnerz. Zinnerz, geil. Wie kann man sich nur so über Erz freuen? Eieiei. Da ist noch mehr. Ne, Blei. Verdammt. Oh, und Blei kann ich gar nicht abbauen. Schade. Okay, das, was wir jetzt an Zinnerz haben, soll erstmal reichen. Jetzt müssen wir wieder zurück. Oh, hier ist mehr. Voll übersehen. Geil. Aluminium. Ach, hier bin ich gar nicht lang. Zinnbeerenbusch. Noch besser. Zinnerz. Ich glaube, ich muss mich da oben hochbauen. Ach, ganz ehrlich, die Werkzeugbindung schmeiße ich jetzt erstmal weg. Damit ich die ganzen Sachen einsammeln kann. Da ist nämlich noch mehr. Ich hätte vielleicht erstmal die Mine ausführlich oder gründlich durchsuchen sollen und danach mich an das Schmieden machen. Ich muss jetzt da hoch. Moment. Zinn. 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 Zinn.
Weiter. Weiter. Schon mal hier lang. Hä? Ist halt Lava oder was? Nee, Pilze. Pilze. Geladen. Bin laden. Bernstein. Können wir auch einsammeln. Nee, können wir nicht. Der ist wieder kaputt gegangen. Weg damit. Weg damit. So. Geil. Okay, jetzt muss ich jetzt mal gucken. Also die Mine werde ich bestimmt noch öfter besuchen, ganz ehrlich. Da sind ja ein paar geile Sachen drin. 10 Erz. Ich glaube, so langsam reicht das auch an 10 Erz. Da ist nochmal Zertusquarz. Wassergarten. Wassergarten. So, jetzt muss ich gucken, dass ich hier rauskomme. Da ist es ja schon. Geil. Geil, geil, geil. So schnell kann man hier rauskommen. So, jetzt muss ich mal hier nochmal futtern. Gut. Rausholen. Haben wir hier noch was? Marmor hauen wir mal hier rein. Petroleum, nein, brauchen wir erstmal nicht. Den Pflasterstein hauen wir auch kurz rein. Dann bauen wir uns mal ganz kurz ein Boot. Mit dem Boot fahren wir rüber. Kohle habe ich natürlich nicht, egal. Wir fahren jetzt schnell mit dem Boot darüber. Und im nächsten Part werden wir uns dann endlich mal daran machen, die einzelnen Teile einzuschmelzen. Genau, die einzelnen Teile einzuschmelzen. Und hoffentlich endlich mal die Waffen zu craften. Bäm, kaputt. So schnell geht's. Was ist rausgekommen? Ein paar Stöcke und ein bisschen Holz wahrscheinlich. Und blöder Hase, ey. Seid mir nicht böse, aber ich glaube, Hasen werde ich killen. Oder kann man die ausstellen? Da hinten ist das Dorf. Gut. Dann sage ich mal, nicht runterfallen. Ja, wir craften hier noch nichts. Lava, was sagt die Lava? Lavastand? Boah, das ist ja voll wenig. Egal. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn nicht, könnt ihr auch den Daumen nach unten Button benutzen. Aber dann gerne unten in die Kommentare schreiben, was euch nicht gefallen hat. Ich nehme gerne Verbesserungsvorschläge entgegen. Tipps und Tricks nehme ich auch gerne entgegen, denn ich habe ja jetzt erst damit angefangen, hier die Mod-Sammlung zu zocken oder zu spielen. Und ich muss mich da so ein bisschen reinfuchsen. Ich gucke mir halt die Videos von Gronkh und Debitor an, nebenbei. Zwar auch nicht regelmäßig, aber wenn ich mal Zeit habe, da lerne ich auch einige Sachen. Und ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute!